Dobroveče zu einem besonderen Video, und zwar heute gibt es ein Food Review. Also endlich mal kein Video, wo ich draußen rumlaufen muss, wo ich großartig recherchieren muss, sondern wo ich einfach mal Essen teste. Ich habe mir zwei Klassiker ausgesucht. Einmal haben wir hier McDonald's, da haben wir den Big Mac drin. Und einmal haben wir hier eine Gourmands Capriesca-Pizza drin. Und wir werden mal beide heute ausprobieren. Und ich werde euch mal meine Meinung dazu sagen. Ihr werdet mal sehen, wie groß das eine ist, wie groß das andere ist, was das eine kostet, was das andere kostet. Und dann kann man doch mal den amerikanischen Fastfood-Klassiker mal hier mit den einheimischen serbischen Klassiker vergleichen. Ja, erstmal die Verpackung. McDonald's. Typische so eine McDonald's-Tüte. Nicht mal wiederverwertbar. Also da muss ich sagen, da hat die heimische Piesca-Pizza für mich einen Pluspunkt. In so einer schönen Verpackung, edel. Finde ich irgendwie besser als so eine Tüte. Irgendwie, also schaut auf jeden Fall, ja, jetzt nicht luxuriös aus, aber schaut irgendwie edler aus. Kann man damit, denke ich, mehr anfangen. Plastiktüte, typisch in Serbien. Ja, ich weiß, Müll und so, aber das kriegt man hier mit jedem Einkauf mit dazu. Egal, was ihr euch kauft, es wird euch immer eine Tüte angeboten. Ja, wer weiß, vielleicht wird das auch irgendwann mal verschwinden. Für die Umwelt wäre es vielleicht besser. Ist halt hier nun mal noch, immer noch so. Vielleicht machen wir jetzt hier den Klassiker erstmal auf, den Burger. Hier haben wir eine Serviette und den Big Mac in der schönen Verpackung. Und hier machen wir mal die Pleskavica auf. Mal sehen, ob da gleich die Pleskavica drin ist. Also die Pleskavica ist hier verpackt schön, ja, auch mit der Serviette. Und wenn man sich beide Sachen mal anschaut, dann sieht auf jeden Fall die Pleskavica größer aus, ja. Also auf den ersten Blick Big Mac eher höher und Pleskavica auf jeden Fall größer, fast so groß, dass sie gar nicht mehr in die Verpackung passt. Gut, machen wir uns mal ran und machen den Big Mac mal auf, damit wir sehen, wie der Big Mac ausschaut. So haben wir einen Big Mac da. Wir haben hier zwei Scheiben. Schaut irgendwie naja, aus. Hier haben wir Käse und Gurken. Da die zweite Scheibe Brot, die man gar nicht aufmachen kann. Der Big Mac hat übrigens 450 Dinar bei McDonald's gekostet und eine Scheibe Fleisch wiegt 45 Gramm. Das heißt, 90 Gramm Fleisch hat der Burger. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm insgesamt. Aber die Scheiben sind doch ziemlich klein. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass hier der McDonald's irgendwie den Big Mac anders macht oder die Filiale. Auf den ersten Blick schaut es wie so ein normaler Burger aus, also nicht besonders. Vom Gefühl her würde ich sagen sogar, dass die Big Macs bei uns in Deutschland größer sind. Also der scheint mir irgendwie ein bisschen klein. Und jetzt kommen wir mal zur Pleskavica. Also schaut euch mal das an. Das ist eine Pleskavica. Die Pleskavica hat 430 Dinar gekostet und das Fleisch wiegt alleine 250 Gramm. Also vorher hatten wir eine Big Mac mit 90 Gramm. Und jetzt haben wir die Pleskavica mit 250 Gramm. Also doch ein großer Unterschied bei dem Fleisch. Und jetzt könnt ihr mal in die Pleskavica reinschauen. Die ist jetzt auch ein bisschen zerquetscht. Ich würde nicht empfehlen, die wirklich mitzunehmen. So eine Pleskavica isst man auf jeden Fall sofort und nicht warten. Und schaut doch mal rein, das Innere. Das ist der große Vorteil der Pleskavica. Ihr könnt das Innere noch aussuchen und da könnt ihr mit was dazu nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Pavlaka, den Streichkäse. Ich habe Zwiebeln mit drinnen. Und eigentlich hatte ich eine Tomate mit drinnen, die ist hier unten zerquetscht und da sind auch die Zwiebeln. Also das sind mit dabei. Das ist der große Vorteil von der Pleskavica. Ich glaube, ich habe jetzt genügend erzählt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal reinbeißen und probieren. Schaut einfach mal, wie viel Fleisch das ist. Also, das Fleisch ist so groß, dass das sogar aus dem Brot rausquillt, ja. Das Fleisch passt nicht mal hier ins Brot rein. Übrigens, wenn man das Brot vergleicht, das ist ein bisschen zarter, glaube ich, als der Big Mac. Also der Big Mac hat ein bisschen härteres Brot. Und ich muss einfach noch ein Bissen machen und dann geht es an den Big Mac. Also man schmeckt bei der Pleskavica wirklich das Fleisch raus. Und was mir besonders gut gefällt, ist, die Pleskavica zerfällt nicht. Wir haben ja öfters in Deutschland Fastfood, wenn man das in die Hand nimmt, dass es zerfällt. Aber schaut mal her, die Pleskavica könnt ihr
locker in die Hand nehmen, passiert gar nichts. Beim Big Mac, ihr kennt es, muss man erstmal den so nehmen. Wobei, also das ist wirklich anders als in Deutschland. Das ist echt, in Deutschland zerfällt der Big Mac, wenn man ihn in der Hand hat. Also das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Big Mac ist. Ja? Also es steht wirklich Big Mac drauf, aber er ist viel kleiner als ein Big Mac. Also ich könnte schwören, dass in Deutschland die Big Macs größer sind. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Big Mac und Pleskavica? Beim Big Mac schmecke ich das Brot richtig raus. Also das Fleisch ist viel dünner, dafür hat das Brot eine dicke Scheibe, da schmeckt man das wirklich raus. Und der Pleskavica ist wirklich das Fleisch im Vordergrund. Und schaut euch einfach mal den Vergleich an. Was ich am Big Mac gut finde, ist, dass man den Käse rausschmeckt. Also der Käse finde ich schon lecker am Big Mac. Und auch die Soße. Weil zu viel Soße. Und die Pleskavica. Bei der Pleskavica ist halt der große Vorteil, ihr könnt Zutaten mit dazu nehmen, der sogenannte Prilog. Da gibt es verschiedene Sachen, ihr habt gesehen, was ich hatte. Ihr könnt natürlich auch Schaf dazu, mit dazu nehmen, ihr könnt Salat mit dazu nehmen. Da hat man eine riesengroße Auswahl und das Beste ist, man zahlt nicht dazu. Ich glaube, es gibt so ein paar spezielle Sachen, wo man vielleicht ein bisschen was dazu zahlt, aber für 95% vom Prilog müsst ihr nicht dazu zahlen, sondern der kommt einfach mit dazu. Wenn ich das jetzt einfach nebeneinander stelle, schaut mal her, vom Preis her einfach fast gleich, aber die Pleskavica macht euch komplett satt. Überlegt euch mal, wie oft ihr zu McDonald's gegangen seid, ihr euch ein Menü geholt habt, vielleicht sogar noch einen Cheeseburger oder so einen Klassiker noch mit dazu und einfach nicht satt wart. Und diese Pleskavica, vertraut mir, wenn euch eine Pleskavica reinhaut, werdet ihr auf jeden Fall satt sein. Und da seht ihr schon den schönen Prilog. Die Tomaten, da die Zwiebeln. Was ich noch dazu habe, hatte ich vergessen zu sagen, ist Kupus. Ja, eine Art Sauerkraut, aber den Sauerkraut, nee, das ist ja kein Sauerkraut, Entschuldigung, Krautsalat. Kupus ist ein Krautsalat und der schmeckt mega lecker. Also unbedingt Kupus mal ausprobieren hier in Serbien. Kann ich nur jedem empfehlen, mega geil. Ja, was mir am Big Mac jetzt nicht so gefällt, schaut mal, das hier außen quillt jetzt alles so ein bisschen raus. Das Brot verschiebt sich. Es ist natürlich ein Klassiker, aber das ist bei der Pleskavica nicht der Fall. Schaut mal, Pleskavica locker flockig im Griff. Hinten ist zu übrigens und nichts quillt raus, ja. Also ich halte die, kann die essen. Passt. Man sieht es auch an der Verpackung, dass an der Pleskavica fast nichts runtergefallen ist. Und beim Big Mac doch ein bisschen was runterfällt. Und bei unserem Big Mac in Deutschland, ich glaube, da ist noch viel schlimmer. Der Big Mac hier, der ist deutlich robuster. Bei uns in Deutschland weiß ich auf jeden Fall, dass bei den Big Macs immer relativ viel Salat ist und der Salat dann runterfällt. Das ist jetzt hier nicht so. Der hat gar nicht so viel Salat, schaut mal. Da ist Käse, Essiggurken, die Soße. Aber wo ist der Salat? Hier, bisschen an der Seite, aber nicht mehr viel. Was ist noch der Vorteil bei der Pleskavica? Ihr könnt eine Pleskavica überall holen. Also Stände gibt es wirklich überall. Tagsüber, ich glaube, 2 Minuten kommt wieder irgendein Stand, wo ihr Pleskavica kaufen könnt. Wieder gehst du 2 Minuten, wieder gibt es dort ein Angebot. Also mega viele Angebote. McDonald's gibt schon einige. Also tatsächlich gibt es viele jetzt in Belgrad. Also McDonald's habe ich echt viele gesehen. Aber das ist dann so Gerangel und mit Anstellen und so weiter. Auch nachts ist es natürlich ein Thema, musst du erstmal so McDonald's suchen. Und in Pleskavica, was gibt es Besseres, als wenn du eine ganze Nacht durchtrinkst, dir dann so eine fettige Pleskavica holst, wo die Pleskavica dann in deinen Magen geht und den ganzen Alkohol absorbiert und du dann am nächsten Tag aufstehst und es geht dir total gut, weil einfach die Pleskavica für dich den ganzen Alkohol aufgefangen hat. Ja, das könnte vielleicht ein Big Mac auch, aber es wäre definitiv zu wenig. Seid ihr schon mal in McDonald's gegangen und habt ihr nur einen Big Mac geholt? Nein, ihr habt euch immer ein Menü geholt, also nie einen Big Mac alleine. Und überlegt mal, das ist fast der gleiche Preis, aber das eine macht komplett satt
Bei dem anderen brauchst du noch was mit dazu. Und da seht ihr noch Pavlaka. Ich denke, das heißt auf Deutsch Streichkäse, ich weiß es nicht, wie man es nennt. Also das gehört für mich zu jeder Blätzkapitza mit dazu. Ohne das könnte ich keine Blätzkapitza nehmen. Also immer bei der Blätzkapitza für mich Kupus Salata, Pavlaka, Tomaten, auf Serbisch Paradeis und Zwiebeln, Luk. Das gehört für mich auf meine Blätzkapitza immer mit dazu und nichts anderes. Übrigens, Sponsor vom heutigen Video, Poncho von der Ulica Glavni. Vielleicht kriege ich irgendwann mal einen Blätzkapitza von denen umsonst, wenn ich Werbung mache. Aber ich musste dafür zahlen und mache dafür für die kostenlose Werbung. Das sollten die mir irgendwie mal zurückzahlen. Natürlich nicht mit Geld, sondern mit Essen. Tatsächlich gibt es mehrere. Schaut mal her. Banovo Brdo, dann in Jelesnik und Gorce Delčeda. Da, wo wir waren. Und bei der Arena gibt es auch noch einen. Und bei der Ustanička auch. Also es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Poncho-Stores. Krass. 5 Ponchos gibt es. Also das ist ja wirklich jetzt mittlerweile eine Franchise. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte tatsächlich, Poncho gibt es nur einmal. In der Straße der Hungrigen, aber es hat sich wohl ausgebreitet und rumgesprochen. Nice! Und für die ganzen Beeffresser wie mich, schaut nochmal einfach, wie dünn die Scheiben sind vom Big Mac. Wahnsinn! Und die Blätzkapitza, bam! Ich hätte das mal echt ausmessen sollen, wie dick die Scheiben sind, das wäre mal ein interessanter Vergleich. Aber tatsächlich glaube ich, dass eine Scheibe von der Blätzkapitza so dick ist wie beide Scheiben vom Big Mac zusammen, aber trotzdem das Gewicht der Blätzkapitza natürlich größer ist, weil die selbst größer ist. Und es kommt natürlich auch darauf an, wo man die Blätzkapitza kauft. Also da gibt es ja verschiedene Läden, die natürlich damit werben, dass sie riesengroße Portionen haben. Ist halt schön. Hier in die Zwiebeln reingebissen. Gleich erstmal danach Zähne putzen. Ja. Was irgendwann auf dem Programm stehen wird, auf jeden Fall. Wir müssen auch noch zum Fleischfestival. Wie heißt das auf Serbisch nochmal? Genau. Das heißt Roštiljada. Roštiljada findet in Leskovac, glaube ich, statt. In Südserbien, einmal im Jahr, aber ziemlich ungelegen, ich glaube Ende August oder sowas, also meistens dort, wenn die Urlaubszeit ist. Deswegen habe ich es dort noch nie hingeschafft, aber schaut euch mal ein paar YouTube-Videos an und ich werde bestimmt irgendwann auch mal dahin gehen. Also diese Fleischfestivals, richtig krass, also das würde ich mal jedem empfehlen, der mal was Besonderes hier in Serbien ausprobieren will. Wer ist heute mein eindeutiger Gewinner? Also tut mir leid, Big Mac, aber die Blätzkapitza hat eindeutig gewonnen, das muss ich zugeben. Und der Big Mac hat für mich wirklich nur den Vorteil, dass dieser Käse hier super schmeckt und die Soße. Aber sonst, das Fleisch und vom Brot her, kann der Big Mac leider nicht mit der Blätzkapitza mithalten. Vielleicht ein kleiner Pluspunkt muss ich dem Big Mac geben oder McDonald's allgemein. Bei McDonald's könnt ihr eigentlich immer sicher sein, dass der Big Mac gleich schmeckt. Also der wird nie irgendwie richtig schlecht sein oder viel anders schmecken. Bei der Blätzkapitza kann es dann doch sein, dass man irgendwo ist, wo die vielleicht komisch schmeckt oder wo irgendwas mit der sein kann, weil es sind ja private Läden, ihr kennt ja die Hygiene nicht und so, das sind meistens Imbisse, wo irgendwelche Leute arbeiten, die vielleicht nicht unbedingt Fachkräfte sind und nicht unbedingt immer auf Hygiene achten, wobei hier in Belgrad schon der Standard hoch ist, aber ich sage nur, es kann sein. Es kann sein, eine kleine Chance besteht, dass ihr da irgendwann ein Problem habt, dass irgendwas mit dem Essen ist. Aber wirklich, das muss dann wirklich ein schlechter Laden sein. Ich habe es ja vorhin gesagt, an jeder Ecke ist einer. Es kann halt immer sein, dass es ein schwarzes Schaf gibt. Und bei McDonald's seid ihr halt sicher, dass das immer passt. Und ihr kennt es ja, wenn ihr als Tourist in irgendein unbekanntes Land geht und ihr euch nicht sicher seid, kann ich draußen essen? Ja, dann geht ihr meistens immer in McDonald's, weil ihr euch dann sicher seid, oh, da bin ich safe, da kann ich essen, da ist mit dem Essen nichts Schlechtes.
Und das ist halt bei McDonald's natürlich, dieses Sicherheitsgefühl ist halt da. Das kann man nicht abstreiten. Also ich muss auch ehrlich zugeben, tatsächlich habe ich mit beiden Sachen am Ende wirklich gekämpft. Ich hatte natürlich am Mittag eine große Portion zum Essen, frisch gibt es sie. Aber das hat doch reingehauen. Ich habe euch ja erzählt, eine Bärspilze alleine reicht eigentlich jetzt Mittagessen oder Abendessen, aber noch was mit dazu, dann bist du halt schon echt, wow, denkst du dir, jetzt bin ich echt voll. So, alles aufgegessen. Packen wir noch zusammen. So, Bleskowitzer gegen Big Mac. Eindeutiger Gewinner für mich ist die Bleskowitzer. Ich will dem Big Mac nicht die Qualität abstreiten, weil es ist einfach ein Gericht, was man überall essen kann. Ich sage nicht, dass der Big Mac schlecht schmeckt, aber die Bleskowitzer ist einfach besser. Tut mir leid. Also holt euch auf jeden Fall hier mal so eine richtig typische Bleskowitzer. Schaut selber, ob sie euch besser schmeckt als der Big Mac. Wenn ihr zu einem Laden geht, wo viele Leute anstehen, dann könnt ihr nichts falsch machen, weil die Leute gehen da öfters hin bestimmt. Also das sind dann Stammkunden. Die Leute gehen immer zum Laden ihres Vertrauens. Mein Laden des Vertrauens, ihr habt es gehört, Poncho in der Straße der Hungrigen. Also, Bleskowitzer, mein Gewinner und wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis dann, macht's gut. Ciao.